Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nellys Test. Meine Kinder sind sowieso super gerne draußen und sportlich extrem aktiv. Und so langsam stellt sich mir die Frage, ob wir Richtung Fahrrad schon umsatteln sollten. Ich bin allerdings der Meinung, wenn wir Fahrrad fahren lernen, dann sollte das gleich ohne Stützräder sein, aus verschiedenen Gründen. Aber dafür fehlt noch so ein bisschen der Gleichgewichtssinn und ganz so weit sind sie dann doch noch nicht. Also habe ich mir überlegt, ob es irgendein Sportgerät gibt oder ein Gefährt, das sozusagen fit fürs Fahrrad macht, und habe tatsächlich was gefunden. Und zwar die sogenannten Scooter, die kennt ihr vielleicht, das sind auch für Erwachsene gern genommen, die Roller, die hinten mit so einer Kickbremse funktionieren. Ja, und die gibt es natürlich auch für Kinder von unterschiedlichen Herstellern. Ich habe mich für Pookie entschieden. Bei den Scootern habe ich mich dafür entschieden, dass Luke einen in Blau bekommt und Lea, wie soll es anders sein, in Rosa-Weiß. Der Scooter ist für eine Körpergröße von 95 bis 110 cm geeignet, wiegt 4,3 Kilo und gibt es in drei verschiedenen Farben aktuell. Einmal in Blau, Rosa, Pink und dann noch mit so einer Sonderlackierung mit der Maus. Bestellt habe ich ganz einfach online auf www.pookie.de. Da könnt ihr euch auch alle Produktdaten mal anschauen. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, wie meine Kinder ihre ersten Versuche mit dem Scooter R03 erlebt haben. Ich habe das ganz klassisch gemacht. Ich habe die Kinder zu uns in den Garten rausgeholt und habe gesagt, kommt mal her, schaut euch mal an, was ich hier habe. Und habe die Helme gleich mit oben raufgesetzt. Hat natürlich für großes Vergnügen gesorgt. Die Kinder waren total happy, haben gleich die Helme aufgesetzt und gesagt, sie wollen sofort eine Runde losfahren. Wir haben das erstmal im Rasen geübt, aber da muss ich natürlich sagen, dafür ist der Scooter nicht so wirklich geeignet. Der braucht einen guten Untergrund, am besten Asphalt oder diese Tatanbahnen von Sportplätzen. Das funktioniert auch super. Also es ist ganz klar, die Kinder haben hier einen komplett neuen Bewegungsablauf zu erlernen, weil sie mit einem Bein fest auf dem Trittbrett bleiben müssen und der Körper aber hoch und runter geht beim Abstoßen. Das Fahren mit dem Scooter heißt für die Kinder einmal umdenken im Kopf, denn das heißt nicht nur geradeaus laufen wie beim Laufrad, das heißt auch nicht treten wie beim Fahrrad, sondern es ist eine Kombination aus beidem. Und das ist der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich bin der Meinung, das ist eine sehr gute Trainingseinheit für die Kinder und sie macht auch noch Spaß. Außerdem passen die super ins Auto und ich habe ja auch so eine Gurte. Damit lassen sich die Roller also auch sehr gut tragen, wenn die Kinder mal nicht mehr können. Wir haben bei den Rollern unterschiedliche Merkmale. Zum einen könnt ihr die Reifen euch mal anschauen. Die sind unkaputtbar, weil das so Vollgummireifen sind. Dann habt ihr einen sehr stabilen Rahmen. Das braucht das Ganze auch, weil bei uns sind die Roller schon diverse Male umgekippt. Also das könnt ihr nicht mit dem Laufrad vergleichen. Macht euch da keine Gedanken. Das kann das Ding ab. Dann habt ihr einen höhenverstellbaren Lenker, außen wieder mit so Handschützen, wenn die Kinder irgendwie mal gegen eine Wand fahren, dass also dieser Gummipfropfen erstmal die Handkante schützt. Eine Klinge ist auch gleich mit an Bord. Dann geht es weiter mit diesem Trittbrett, was auch schön breit ist. Das hat auch so eine geriffelte Oberfläche, sodass die Kinder also nicht ausrutschen und nicht abrutschen können. Dann kommt hinten die Kickbremse. Bei den Helmen ist es so, dass wir zwei neue Helme haben. Wenn eure Kinder wirklich richtig schnell unterwegs sind, empfehle ich euch, setzt noch Knie- und Ellenbogenschoner ein. Dann bleiben die Tränen aus und der Fahrspaß garantiert. Meinen Kindern macht es super viel Spaß. Sie sind happy, dass sie auch mal mit einem anderen Fahrzeug unterwegs sein können. Wir können durchweg nur Positives berichten und hoffen, dass der Sommer noch lange, lange, lange so schön bleibt, damit wir viele Stunden draußen damit rumflitzen können. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schaut einfach mal auf die Website vorbei, www.pookie.de. Da findet ihr alle weiteren Infos. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren und beim sportlich bleiben.